Die Pandemie ist für alle eine schwere Zeit. Für alle? Nein. Wir haben einige entdeckt, für die es eine richtig gute Zeit ist. Zumindest zum Geld verdienen. Während also Menschen an Corona leiden und sterben, sich das Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen wundreibt und Leute ihre Jobs verlieren, gibt es ein paar, die sich in der Pandemie dumm und dämlich verdienen. Die Sorge, die Sie in dieser Zeit haben, ist etwa, mache ich 10, 20 oder 100% Gewinn. Und bei allem geht es auch um dein Steuergeld. Geld, das zur Bewältigung der Pandemie gedacht ist, fließt in großem Stil in Ihre Taschen. Wie ist das möglich? Und wer sind diese Leute? Mein Name ist Markus Grill und ich arbeite für WDR Investigativ und NDR Recherche. Seit Jahren recherchiere ich über Geschäftemacher im Gesundheitswesen. Als klar wird, wie viel Geld der Staat zur Bekämpfung der Pandemie ausgibt, ist auch klar, dass viele davon profitieren wollen. Aber in welchem Ausmaß das passiert, ist dann doch überraschend. Denn fast noch schneller als Covid-19 breitet sich damals ein ganz anderes Virus aus, die Profitgier. In diesem Video erzähle ich euch jetzt die Geschichte von diesem zweiten Virus, das sich im Windschatten von SARS-CoV-2 verbreitet. Nennen wir dieses zweite Virus der Einfachheit halber SARS-CoV-P. P wie Profit. Auch mit diesem Virus haben sich offenbar eine ganze Menge Leute infiziert. CSU-Politiker etwa. Oder Maskenverkäufer. Oder Schnelltestbetreiber. Aber es gibt auch eine hohe Dunkelziffer. Und wie unsere Recherchen zeigen, viel zu lange nimmt die Bundesregierung besonders anfällige Risikogruppen gar nicht in den Blick. Und sie begünstigt mit fahrlässigen Regelungen geradezu die Ausbreitung des Profitvirus. Alles beginnt natürlich erst einmal mit der Ausbreitung des ursprünglichen Coronavirus. Deutschland im Februar 2020. Das Virus, an dem im chinesischen Wuhan bereits mehrere hundert Menschen erkrankt sind, kommt näher. Wer aus China mit dem Flugzeug in Deutschland landet, wird nach Krankheitssymptomen befragt. Mitte Februar findet in Gangelt in Nordrhein-Westfalen eine Karnevalssitzung statt, die sich später als bundesdeutsche Virenschleuder entpuppt. Noch sind weniger als 200 Menschen in Deutschland infiziert und noch ist kein einziger gestorben. Da trifft sich am 28. Februar in Berlin zum ersten Mal der Krisenstab der Bundesregierung. Der stellt fest, dass es in Kliniken zu wenig Schutzausrüstung für das medizinische Personal gibt, Masken etwa. Die werden normalerweise vor allem aus China importiert. Doch seit China selbst Unmengen Masken braucht, stockt der Einkauf global und die Preise schnellen in die Höhe. Um die Maskenbeschaffung sollen sich jetzt mehrere Ministerien kümmern, unter anderem Spahns Gesundheitsministerium. Nur eine Woche später ruft die Weltgesundheitsorganisation WHO die globale Pandemie aus. SARS-CoV-2 verbreitet sich bereits über den Erdball. Es ist ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Doch zeitgleich zum Coronavirus verbreitet sich auch SARS-CoV-P, das Profitvirus. Was für die einen die größte Krise ist, wird für die anderen die Chance ihres Lebens. Ein erstes Cluster findet sich in Bayern, mitten in der CSU. Infiziert hat sich zum Beispiel der frühere bayerische Justizminister Alfred Sauter, ein großer Strippenzieher der Partei. Sauter hat engen Kontakt zu seinem Parteifreund Georg Nüßlein, Vizechef der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Nüßlein dürfte sich bei Sauter angesteckt haben. Oder auch umgekehrt. Die Infektionskette kann nicht mehr so genau nachvollzogen werden. Beide wissen jedenfalls, dass die Bundesregierung händeringend nach Masken sucht. Und so gehen sie auf verschiedene Landes- und Bundesministerien zu und preisen Masken der hessischen Firma Lomotex an. Ach, wie nett, mag sich Gesundheitsminister Jens Spahn gedacht haben. Die CSU-Kollegen sind aber hilfsbereit. Spahn kauft also Masken bei der von den beiden Spätzeln vermittelten Firma Lomotex, wie dieses Dokument zeigt.
Ebenso bezieht die zum Innenministerium gehörende Bundespolizei von Lomotex Masken. Und auch das Bayerische Gesundheitsministerium hat einen Kaufvertrag mit Lomotex auf Vermittlung der CSU-Politiker. Was Spahn nicht weiß, Nüsslein und Sauter sollen von der Firma für den Deal saftige Provisionen kassieren. Alle drei Ministerien kaufen bei Lomotex Masken im Wert von insgesamt 60 Millionen Euro. Nach unseren Informationen sind allein fast 20 Millionen Euro als Provisionen und Honorare vorgesehen. Steuergeld. Sauter und Nüsslein allein sollen jeweils 1,2 Millionen Euro bekommen. Andere beteiligte Geschäfts- und Parteifreunde den Rest. Steuergeld. Die Infektion ist so heftig, dass für beide Politiker das jähe Ende ihrer politischen Karriere eingeläutet werden muss. Die CSU zieht umfassende Konsequenzen aus der Maskenaffäre. Schnell überschreitet das Profitvirus auch die Grenze zur Schweiz. Dort infizieren sich zwei junge Herren, die beiden 23 Jahre alten Jungunternehmer Jascha Rudolfi und Luca Steffen bieten mit ihrer Firma E-Mix deutschen Ministerien ebenfalls Masken an. Zu diesem Zeitpunkt kann man Masken schon für 1 bis 2 Euro kaufen. Spahn bezahlt aber bei E-Mix den stolzen Preis von 5,58 Euro pro Maske. Das Bayerische Gesundheitsministerium zahlt 8,90 Euro. Und NRW nach unseren Informationen sogar 9,90 Euro für eine einzige FFP2-Maske. Deutschland zahlt für Schutzausrüstung insgesamt 670 Millionen Euro an E-Mix. E-Mix selbst sagt, der Gewinn habe deutlich unter 50% gelegen. Außerdem habe man hohe Beschaffungskosten gehabt. Dennoch ist es ein Riesengeschäft für die beiden Jungs aus der Schweiz, die damit schätzungsweise 130 bis 200 Millionen Euro Gewinn machen konnten. Steuergeld. Den Kontakt zu Spahn übernimmt beim E-Mix-Deal Andrea Tandler, die Tochter des ehemaligen CSU-Politikers Gerold Tandler. Und zwar ganz einfach per SMS. Tandler simst ihrer Parteifreundin und CSU-Europaabgeordneten Monika Hohlmeier, Tochter des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Liebe Moni, ein Freund aus der Schweiz hat einen großen Bestand an Atemschutzmasken zu verkaufen. Und später? Hast du noch einen Kontakt beim Bund? Ja, herzliche Grüße. Hohlmeier berichtet Bundesgesundheitsminister Spahn von dem E-Mix-Angebot über 3 Millionen Schutzmasken, wieder ganz einfach, per SMS. Lieber Jens, ich würde dann einen Kontakt herstellen. Ich bin nur Übermittler der Nachricht und in keiner Weise finanziell oder sonstig involviert. Klar besteht Bedarf. Angebot gerne an @bundestag.de. Liebe Grüße, Jens. Minister Spahn und E-Mix wollten sich dazu nicht äußern. Monika Hohlmeier sagt, ihr seien die Preise von E-Mix nicht einmal annähernd bekannt gewesen. Und weiter? Ich persönlich halte es nicht für richtig, in einer Notlage überhöhte Provisionen zu verlangen. Provisionen? Ja, denn der Deal soll sich nicht nur für E-Mix, sondern auch für Andrea Tandler gelohnt haben. Sie könnte nach unseren Recherchen mit ihrer Beratungsfirma Little Penguin zwischen 30 und 50 Millionen Euro Provision bekommen haben. Steuergeld. Frau Tandler selbst will das nicht kommentieren. Eine Besonderheit der frühen Phase der Pandemie ist, dass nur wenige richtig viel Geld verdienen können. Denn man braucht nicht nur größere Mengen an Masken, die man verkaufen kann, sondern eben auch einen möglichst guten Kontakt zu einem Minister. Am besten natürlich ins Gesundheitsministerium, zu Jens Spahn. Das ist bisher ein Nadelöhr. Doch Spahn ändert das. Er führt eine neue Regelung ein und sie wird der Auslöser für die zweite Welle von SARS-CoV-P. Ende März startet Spahn nämlich ein sogenanntes Open-House-Verfahren. Auf Deutsch kann man das mit offenes Scheunentor übersetzen. Und es funktioniert so, dass jeder, absolut jeder, der Masken ans Gesundheitsministerium liefern will, das auch kann. Zu einem garantierten Abnahmepreis von 4,50 Euro pro FFP2-Maske. Optimale Bedingungen also für die Ausbreitung des Profitvirus.
Und es ist schnell klar, zu was das führt. Für dich als Steuerzahler wird es jetzt richtig teuer. Ursprünglich sind für die Aktion Offenes Scheunentor 500 Millionen Euro vorgesehen. Doch schon zwei Wochen nach Beginn der Aktion melden sich so viele Händler und kündigen Lieferungen an, dass sich die Ausgaben für den Bund auf 6,4 Milliarden Euro belaufen werden. Der Bundesrechnungshof, der die Ausgaben der Bundesregierung kontrolliert, wird das später als so etwas wie ein finanzielles Superspreading-Event einstufen. In dem damals noch internen Bericht an den Bundestag, den wir exklusiv einsehen konnten, kritisiert der Bundesrechnungshof deutlich die massive Überbeschaffung, auch wenn das Ministerium am Ende nicht die komplette Summe bezahlt hat. Als endlich genug Masken auf dem Markt sind, will Minister Spahn dafür sorgen, dass die besonders gefährdeten Rentnerinnen und Rentner gratis Masken bekommen. Daher plant er eine neue Verordnung. Jeder und jede über 60 soll insgesamt 15 kostenlose FFP2-Masken über die Apotheke erhalten. Und obwohl Spahns eigene Fachabteilung vor hohen Kosten warnt, setzt er mit seinem grünen Ministerstift durch, dass sein Haus den Plan umsetzt. So verbreitet sich das Profitvirus jetzt auch rasant unter Apothekerinnen und Apothekern. Sie verteilen nun Gratis-Masken an Menschen über 60, wobei gratis sind diese nur für die Empfänger, nicht für die Steuerzahler. Denn während Drogeriemärkte bereits Masken für 2 Euro anbieten, zahlt Spahn den Apothekern dafür 6 Euro. Interne Unterlagen aus dem Ministerium zeigen, wie man auf diesen Preis gekommen ist. Die Beratungskanzlei EY hat für den Minister recherchiert. Und zwar auf idealo.de und geizhals.de. Die Steuerzahler kostet das insgesamt 2,1 Milliarden Euro. Mehr als 100.000 Euro fließen auf diese Weise im Schnitt an jede einzelne Apotheke in Deutschland. Und wer als Apotheker nicht vollkommen bescheuert einkauft, kann jetzt den größten Teil der Einnahmen als Gewinn verbuchen. In ungewohnter Offenheit gibt ein Apotheker damals zu, wir haben uns dumm und dämlich verdient. Einige Apotheker verfügen allerdings über eine Grundimmunität und spenden ihre Maskengewinne. Bis hierhin ist die Infektion mit dem Profitvirus ein eher elitäres Phänomen. Infiziert haben sich vor allem bisher CSU-Politiker, Unternehmer oder Apotheker. Breitere Bevölkerungsschichten bleiben bis jetzt verschont. Doch das ändert sich im März 2021 schlagartig. Die Menschen halten es in der Pandemie nach mehr als einem Jahr Homeoffice und Homeschooling kaum noch im Home aus. Sie sind Corona-müde. Und außerdem täte es vielen Geschäften gut, wenn sie auch mal wieder Kundschaft hätten. Damit nicht alles vor die Hunde geht, sollen sich die Menschen jetzt mit einem Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Und zwar kostenlos. Wer negativ getestet ist, darf wieder ins Restaurant oder zum Friseur. Und damit man nicht bei wenigen Testzentren ewig anstehen muss, soll es möglichst viele Teststellen geben. Jens Spahn führt daher die Schnelltestverordnung ein. Fitnessstudios, Strandbäder oder Imbissbuden, alle dürfen jetzt zum Testzentrum werden. Und das löst schlagartig eine Mutation des Profitvirus aus. Es grassiert plötzlich unter Schnelltestbetreibern. Es beginnt die dritte Welle. Die Rechnung für diese Bürgertests zahlt die Bundesregierung. Einkaufen gönnt die Teststellen den Antigentest inzwischen für 1 bis 2 Euro, wie dieses konkrete Angebot an ein Testzentrum zeigt. Die Bundesregierung zahlt aber jedem, der die Tests durchführt, 18 Euro pro Test. 6 Euro für den Test und 12 Euro für die Durchführung. Steuergeld. Das Beste ist aber, dass zur Abrechnung keinerlei Belege eingereicht werden müssen. Testzentren melden der Kassenärztlichen Vereinigung lediglich die Zahl der Getesteten und schon bekommt man umgehend 18 Euro pro Test überwiesen. SARS-CoV-2 wird mit der Testverordnung deutlich ansteckender. Wir beobachten einige Testbetreiber und tatsächlich an drei Standorten des Betreibers Medican entdecken wir Erstaunliches. In Münster zählen wir an einem Tag 100 Menschen, die sich testen lassen.
Ans Gesundheitsministerium meldet Medikan aber viermal so viele Tests. In Köln zählen wir 80 Personen, ans Ministerium gemeldet werden 977. Und in Essen zählen wir vor Ort etwa 550 Tests, dem Ministerium mitgeteilt werden dagegen 1743 Tests. Werden am Ende auch mehr Tests abgerechnet als durchgeführt? Der Testbetreiber Medikan erklärt uns, dass die dem Ministerium gemeldeten Testzahlen nichts mit den Abrechnungen zu tun hätten. Die Testzahlen stimmen im Ganzen. Die Testungen wurden in einigen Städten mit mehreren Standorten auch zusammengefasst übermittelt. Dies sei in Absprache mit den Behörden erfolgt. Doch die Gesundheitsämter aller drei Städte dementieren und betonen, so eine Meldepraxis sei nicht zulässig. Wir decken den Schnellteststandskandal auf. Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zeigen, wie unkontrolliert das Ganze abläuft. Einen Tag danach leitet die Staatsanwaltschaft Bochum Ermittlungen ein und eine Woche später werden die Verantwortlichen festgenommen. Im Juni 2021 senkt das Gesundheitsministerium den Erstattungsbetrag und setzt der Ausbreitung von SARS-CoV-2 damit ein paar Grenzen. Weitere Verdachtsfälle und Durchsuchungen gibt es in ganz Deutschland. Und im August erfahren wir, bundesweit laufen mindestens 94 Ermittlungsverfahren gegen Schnelltestbetreiber. Dass mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaften die Ausbreitung des Profitvirus gestoppt worden wäre, ist allerdings eine Illusion. Ermittler gehen bis heute von einer hohen Dunkelziffer aus. Schließlich weiß man, wie beim Coronavirus, nicht genau, welche Personen sich bei welchen Gelegenheiten anstecken. Und so wie das Coronavirus munter mutiert, gehen die Experten auch beim Profitvirus davon aus, dass es neue, bisher unentdeckte Varianten gibt. Erste Hinweise deuten sogar darauf hin, dass beide Viren nie mehr ganz verschwinden, sondern sich endemisch in der Bevölkerung einnisten und immer wieder zu einzelnen Ausbrüchen führen. Die Intensivjournalisten von WDR Investigativ bleiben dem Virus auf der Spur. Schreibt uns gern hier in die Kommentare unterm Video, was ihr über die Ausbreitung des Profitvirus denkt. Aktuelle Recherchen findet ihr wie immer in unserem Investigativregister auf Twitter. Und schaut noch gerne in weitere Videos von uns hier beim WDR auf YouTube rein. Das hier zum Beispiel über den größten Steuerraub Deutschlands oder hier die Recherchen über die AfD-Spendenaffäre.